Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht heute, wie der Titel schon verrät, um unsere Haut bzw. um unser Hautbild. Und zwar, ich gehe ja wirklich nicht oft auf diesem Kanal auf Beauty ein. Dennoch bin ich eine Frau und ich kriege tatsächlich sehr, sehr viele ganz, ganz liebe Komplimente von euch, von meiner Community. Und dafür möchte ich an dieser Stelle auch mal Danke sagen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich werde einfach auch mal ein Video machen. Ich habe euch jetzt 8 Tipps zusammengeschrieben, die ich euch so als Ernährungsberaterin einfach mitgeben kann, wie ich tatsächlich auch meine Haut pflege und was einfach wichtig ist, meiner Meinung nach, um eine schöne, strahlende Haut zu haben. Und zwar, der erste Tipp, der ist natürlich, dass man eine gute Pflegeroutine hat oder auch eine Pflegeroutine pflegt. Und zwar geht es hier tatsächlich um Hautpflegeprodukte und es ist ganz, ganz wichtig, dass man an seiner Haut nicht allzu viel Schmarrn ranlässt, wie man jetzt in Bayern sagen würde, und vor allem sich auch was Hochwertiges zulegt. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ja, ob ich meine Hautpflege beim DM hole. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich sehr, 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 sehr lange nach einer guten Hautpflege gesucht und ich war auch bis vor einem Jahr ungefähr nicht dazu bereit, ein gewisses Maß an Budget sozusagen dazu zu investieren oder dafür auszugeben, weil ich mir gedacht habe, ja, es muss ja auch günstig und gut gehen. Ja, und ich hatte natürlich auch diverse Naturkosmetikprodukte schon durch. Bei mir war es von Anfang an immer ganz, ganz wichtig, dass ich tatsächlich Produkte verwende, die nicht mit Mikroplastik belastet sind und keine hormonell wirksamen Stoffe haben. Und ich benutze nach wie vor eben meine Produkte von Andrea Dablander. Genau, also diese Creme habe ich jetzt wieder ganz, ganz neu, weil meine alte eben leer ist. Und da habe ich übrigens auch die Packung ausgewaschen und aufgespart. Jetzt habe ich eine ganz schöne Dose aus Glas. Die hat auch noch ein tolles Gesichtstonikum. Ich verlinke euch die Produkte mal unten in der Infobox. Also sie sind nicht ganz günstig, aber wirklich alle mal das Geld wert. Also ich möchte keine andere Hautpflege mehr haben. Ich habe übrigens auch dieses Duschpeeling. Das habe ich auch ganz, ganz oft schon in Instagram in der Story gezeigt. Und zwar nehme ich dieses Duschpeeling tatsächlich fürs Gesicht. Und da sind gemahlene Aprikosenkerne drin. Und damit peele ich mit meinem Cognac-Schwamm mein Gesicht so 1 bis 2 Mal die Woche, wenn ich ein Bad nehme. Und das hilft mir wirklich sehr, sehr gut, so Hautschüppchen einfach auch loszuwerden. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken. Nee, die ist jetzt nicht hier. Ich habe ja auch diese Trockenbürste fürs Gesicht, die benutze ich auch. Also eine Pflegeroutine ist wirklich A und O. Und auch vor allem nicht zu viele Öle verwenden für die Haut, weil das macht die Haut dann doch wieder fettig, verstopft die Poren. Also auch gerade komedogene Öle, wie zu viel Kokosöl zum Beispiel, ist wirklich kontraproduktiv, ja. Der zweite Tipp von mir ist tatsächlich, versucht wirklich nicht zu viel Sonnenlicht an eure Haut im Gesicht dran zu lassen, weil natürlich das auch die Hautalterung vorantreibt und die Haut auch so ein bisschen dicker macht, einfach so ein bisschen ledriger macht. Ihr kennt es vielleicht von Mädels, die oft ins Solarium gehen, dass die so eine ledrige Gesichtshaut haben, die dann natürlich auch sehr, sehr früh schon faltig wird. Von dem her cremt eure Haut am besten mit einem Lichtschutzfaktor ein oder achtet einfach darauf, dass wenn ihr euch schminkt, dass eure Kosmetik wirklich auch einen Lichtschutzfaktor hat. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. So, Tipp Nummer 3 ist natürlich die Ernährung. Also, ihr wisst sicherlich, dass Fertigprodukte, Konservierungsmittel, Süßstoffe, Zucker generell tatsächlich unserem Darm nicht so ganz gut tut. Und der Darm heißt ja immer, ist die nach außen gestülpte Haut im Gesicht. Das heißt, wenn wir wirklich sogenannte Outbreaks haben im Gesicht, also wirklich auch Pickel bekommen, dann heißt es, dass unsere Ernährung einfach nicht ganz so gut war. Und von dem her einfach verzichten auf Konservierungsmittel, Zusatzstoffe und so weiter und so fort. Viel Obst und Gemüse essen. Und da komme ich auch gleich zum Tipp Nummer 4. Und zwar, ihr wisst, man kann Nahrungsergänzungsmittel nicht vergleichen mit einer ausgewogenen Ernährung. Also die spielt natürlich die Hauptrolle hier. Aber man kann natürlich eben auch die Nahrung ergänzen. Deswegen auch Nahrungsergänzungsmittel. Und hier habe ich auch so einige wirklich tolle kleine Helferlein. Vielleicht die, die mich kennen, die wissen das ja schon, dass ich seit einigen Tagen totale begeisterte Chlorophyll-Tropfentrinkerin bin. Ihr seht es auch, es sieht relativ schwarz aus, es ist aber ein dunkles, sattes Grün. Und das treibt ja auch, beziehungsweise das lindert auch den Hautalterungsprozess. Das reichert unseren Hämoglobinwert im Blut an, hilft, dass wir Magnesium und Eisen besser aufnehmen können und ganz, ganz viele tolle Vorteile hat einfach. Dieser Chlorophyll-Trend, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Ihr findet die Tropfen, die ich nehme, unten in der Infobox. Und auch noch ein anderes Präparat, das ich wirklich sehr, sehr liebe. Das enthält Zink und Biotin. Und Zink und Biotin sind ja sozusagen auch
dafür verantwortlich, wie hart und stark unsere Nägel sind, wie unsere Haare sind, wie sie einfach wachsen, wie dick sie sind und so weiter und so fort. Und es verbessert natürlich auch das Hautbild, so meine Erfahrung. Genau. Dann Tipp Nummer 5 ist tatsächlich Hände weg vom Gesicht. Das ist immer ganz böse. Ich kenne ganz, ganz viele Mädels, die sich immer so ein bisschen die Pickel ausdrücken. Ich meine, das habe ich früher auch gemacht. Oder aber auch tagsüber sich überall im Gesicht immer reiben oder kratzen oder so. Versucht wirklich die Hände weg vom Gesicht zu lassen, weil wir langen ja über den Tag ganz, ganz viele verschiedene Sachen an. Türklinken, was weiß ich, jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht, wenn wir uns die Hände desinfizieren, ist es nicht ganz so schlimm. Aber man sollte einfach wirklich versuchen, so wenig wie möglich die Hände im Gesicht zu haben. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 6 ist nicht Chlorophylltropfen, sondern Wasser trinken. Trinkt wirklich viel Wasser. Eure Haut braucht eine gewisse Elastizität und die kann nur von innen heraus kommen. Natürlich spielt die Pflege da auch wieder mit rein, aber genug Wasser zu trinken und den Körper und die Zellen zu hydrieren, ist wirklich das A und O bei einem schönen Hautbild. Nicht zuletzt, um wirklich Sachen auszuschwemmen, die vielleicht unserem ganzen Körper nicht so gut tun, auch wenn wir mal eine Fertigpizza oder so gegessen haben. Klares, reines, gutes Wasser trinken hilft wirklich schon Wunder. Und damit meine ich nicht 1-2 Gläser pro Tag, sondern wirklich 2-3 Liter. Versucht das mal über einen längeren Zeitraum und beobachtet euer Hautbild, ob sich daran vielleicht was ändert. Und ihr werdet wirklich sehen, es ändert sich was dran. Man braucht jetzt nicht Wunder, was die teuersten Anti-Pickel-Produkte, sondern es kommt tatsächlich auch von innen heraus dieser Glow. Also so ist meine Erfahrung jetzt. Aber ihr kennt mich ja, ich lege darauf einfach viel Wert und ich denke mir wirklich, dass das da mit einhergeht. Ja, Tipp Nummer 7 ist tatsächlich auch, dass wir genügend Schlaf abbekommen. Also ich habe es mir inzwischen schon so ein bisschen abgewohnt. Ich habe es mir noch nicht ganz abgewohnt, aber ich glaube, ich will es mir auch noch nicht ganz abgewohnt, dass ich abends einfach auch ein bisschen Fernseh schaue oder Netflix schaue. Aber ich versuche tatsächlich, dass ich so um 10, spätestens um 11, manchmal wird es auch 11:30 ins Bett gehe. Aber je später wir ins Bett gehen und je weniger Schlaf wir haben, desto mitgenommener sieht tatsächlich unsere Haut aus. Also man merkt es ja auch an Augenringen und an kleinen Fältchen unter den Augen, wenn wir einfach gestresst sind. Wir brauchen einfach entspannte Gesichtszüge, die wir nachts praktizieren, unbewusst natürlich, dass unser Gesicht sich auch wieder erholen kann, generell unsere Haut auch wieder sich erholen kann und diese Hautalterungsprozesse einfach auch sich regenerieren können, weil wenn sich das überholt und wir immer Schlafmangel, Schlafmangel, Schlafmangel haben, dann sieht man das natürlich auch an unserer Haut. Ja, und der letzte Tipp zu guter Letzt Nummer 8 ist ein allgemein gesunder Lifestyle. Und zwar, das kommt nicht nur darauf an, dass wir uns mit unserer Ernährung auseinandersetzen und mit genügend Schlaf unserem Körper was Gutes tun, sondern tatsächlich auch auf unser Stressverhalten, auf unser Stresslevel, einfach auf unsere Reflexion bezüglich vielleicht Dingen, die nicht so gut laufen. Ja, damit geht einfach auch so ein bisschen Self-Care einher, wie zum Beispiel Trockenbürsten regelmäßig, generelle Pflege, Hautpflege. Da spielen eigentlich so alle 7 Tipps, die ich gerade genannt habe, mit rein. Man kann eigentlich wirklich sagen, so diese 7 Tipps sind in diesem gesunden Lifestyle nochmal so zusammengefasst. Anders kann ich es jetzt einfach gar nicht sagen. Aber es gibt, wie gesagt, so den ein oder anderen kleinen Helflein, wie die Chlorophylltropfen zum Beispiel oder aber auch eben Zink, Biotin. Da habe ich ein ganz gutes Produkt, das habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt. Und ja, versucht einfach auf eure Pflege zu achten, Pflegeroutine, auch unten in der Infobox verlinkt. Trotzdem, wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit in die Kommentare. Vielleicht können sich ja auch gegenseitig die Mädels so ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Ich weiß natürlich nicht, ob euch diese Art von Videos gefällt. Aber ich glaube schon. Also bleibt gesund. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.